Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge Mount and Blade. Ich habe ein wenig an den Einstellungen herumgespielt. Leider kann ich einiges hier nicht einstellen. Anti-Lasing zum Beispiel, wenn ich das einstelle, dann leckt es. Was aber nicht an meinen Ressourcen liegt, also nicht an meinem neuen PC, den ich jetzt auch benutze, sondern am Spiel und Schatten. Schatten kann ich auch nicht einstellen, wenn ich Schatten eingestellt habe. Dann ist dieser Schatten hier ziemlich verbuggt. Und deshalb haben wir jetzt, das war das Maximale an Texturendetails und so. Und wir haben eine ziemlich große Armee, ich glaube 1800 oder so. Können jetzt maximal Teilnehmern schlachten. Und um das alles zu testen, bin ich jetzt von Uxkal hier rüber geritten. Also nicht sehr weit, und wir greifen heute mal das Banditenlager an. Um mal zu gucken, wie die neuen Grafikeinstellungen vor Ort so aussehen. Los geht's, Versteck angreifen! Ich weiß jetzt nicht, ob ihr großen Unterschied erkennen könnt, aber auf jeden Fall, ich habe alles an Grafik hochgeschraubt, was ich konnte. Aber einiges kann man leider nicht hochschrauben, sonst ist es verbuggt. Wie eben Anti-Lasing und natürlich der Schatten. Charakterschatten, den kann ich aber einstellen. Sehe ich gerade, den habe ich gar nicht. So, jetzt haben wir wenigstens schöne Charakterschatten noch. Zack, voll rein im Bolzen. Ich will auch. Waren wir das? Nee, irgendwer hatte da gerade ein Level-Up, aber wir waren es nicht. So, hier verstecken sich Leute hinterm Baum. Finde ich nicht nett. Ja, da müssen wir höher zielen für. Wir sind eben noch keine Meisterschützen, deswegen treffen wir noch nicht wirklich. Jetzt haben wir aber getroffen. Fähigkeit Armbrust auf 58 gestiegen. Ich gehe mal hier nach hinten weg, da sind bestimmt noch einige Banditen, die uns ans Leder wollen. Auf jeden Fall werden wir jetzt größere Schlachten erleben können, sofern wir genug Soldaten dabei haben und der Feind auch genug Soldaten hat, ne? Sollte auf jeden Fall gerade im späteren Spielverlauf ziemlich hammer aussehen, wenn dann riesige Armeen aufeinandertreffen. Ich freue mich drauf. Hier lebt ja gar nichts. Ah! Oh, 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 nachladen, nachladen, nachladen. Und klatsch! Hey! Was geht denn hier ab? Weg! Au! Au, au! Boah! Kopf spalten! Kopf ab! So, will noch einer? Noch habe ich Bolzen, noch könnt ihr. Frame-Einbrüche wird es jetzt nicht mehr geben, denke ich. Haha. Weil, wenn ich hier so gucke, meine FPS-Zahl, die bleibt konstant auf 30. Boah, wie viele Bolzen hält der Sack aus? Jetzt habe ich den. Das war's. Was haben die denn alles in ihrem Lager? Jede Menge Nahrung. Und natürlich Waren ohne Ende, die sie geklaut haben. Na gut, so viel haben die jetzt gar nicht. Die haben anscheinend nicht so sehr viel geklaut in letzter Zeit hier. Ah, naja. So, wohin reiten wir? Was hatten wir denn beim letzten Mal genau vor? Haben wir irgendeine Aufgabe oder so? Lasst mich mal gucken. Bin ich gerade... Ich habe keine. Okay. Graf Devlia an. Dem reiten wir mal entgegen, mit dem möchte ich reden. Bleib stehen. Ich heiße Lord Peter, stehe zu Diensten her. So, jetzt habe ich mich auch dem Lord vorgestellt, weil sobald die Leute einen kennen, ne, kann man bei denen ein Ansehen steigern. Und das ist später sehr gut, weil vielleicht werde ich ja irgendwann mal zum Marschall des Reiches gewählt und dann wäre es natürlich kacke, wenn ich das Heer zusammenrufe und nur 5 Lords oder so schließen sich mir an. Das wäre nicht so gut.
Aber wir reiten jetzt mal nach Uxkal durch und verkaufen die Waren. Ich weiß echt nicht mehr genau, was wir hier geplant hatten oder gemacht hatten. Also spiele ich einfach mal... Oh! Jetzt weiß ich wieder, was wir hier wollten. Hier ist ein Bankett im Gange. Erstmal zum Marktplatz, zum Warenhändler. Was verkaufen wir dir jetzt? Dieses Brathähnchen, das gibt ziemlich Truppenmoral, aber es kann leider vergammeln. Deshalb verkaufe ich die immer so schön schnell weg. Das ganze andere Zeug verkaufe ich auch gleich mit. Zick, zack, zick, zack. Oh, hier gibt's Honig. Das ist gut. Honig ist haltbar. Brot ist, glaube ich, auch haltbar. So, 149 Dinare erhalten wir. Ach komm, hier, wir sind mal hier, ne? Was haben wir hier? Felle haben wir. Met. Ach, hier unten haben wir auch noch ein bisschen Obst. Macht beim Turnier mit, das klingt doch gut. Direkt erstmal eine Wette wieder platzieren. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie hoch der Gewinn ist. Aber ist ja egal, wir spielen eh durch. Und wir werden hoffentlich auch wieder gewinnen. Das Problem kann natürlich sein, dass hier ziemlich viele Lords mitspielen werden. Vielleicht sogar der König, ich weiß nicht, ob der da ist. Und das sind natürlich ziemlich starke Gegner. Wenn die einen treffen, du, dann ist... Oh, 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 oh. Klatsch. Au. Stirb! Wer bist du? Graf Rice. Der ist bei mir mit. Er platziert eine Wette. Ach nee, die Wettquoten gegen euch sind 47 zu 12. Da kriege ich 391 jetzt zurück, wenn ich hier gewinne. Also wenn ich das Turnier dann gewinne, kriege ich aus der Runde das zurück. Und in jeder Runde wird der Gewinn natürlich geringer. Weil es ja immer wahrscheinlicher ist, dass ich gewinne. Also wird das schon werden. Graf Rafat ist gerade auf unserer Seite. Ich sollte auch mal einen Blick auf die Mitgliederliste werfen. Einige Lords dürften inzwischen ausgeschieden sein. ...132 haben wir schon in zwei Handwaffen, das ist gut. Teilnehmer einsehen. Oh, der König macht mit. Der König Charlos, Graf Kleis, Graf Haringov, Graf Klagos, Graf Delinat, Graf Rice, Graf Regas, Graf Rafat. Also, der ganze Adel ist hier präsent. Wenn ich hier gewinne, verschafft mir das riesiges Ansehen. Oh, Einzelkämpfe. Stirb! Ja! Dem habe ich es gezeigt. Wen habe ich hier eigentlich besiegt? Nächste Runde. Noch 8 Teilnehmer sind da. Langsam scheiden die Lords aus. Aua! Na komm. Na? Ja. Teilnehmer. Graf Haringov. Ha, der König ist ausgeschieden. Blamage. Nein, 100 Dinar will ich. Auf in die nächste Runde. Mit Trenton. Wer ist ein Tranton? Auf jeden Fall ist der so gut wie tot, weil sein Pferd tot ist. Oh, doch nicht. Doch, er ist so gut wie tot, aber ich habe auch einen. Na komm her, glaubst du wirklich, du kannst dich mit mir messen? Du hast doch keine Chance gegen mich, Lümmel. Ja! Und wenn wir schon mal hier sind, nee, würde ich sagen, wir stellen die Schwierigkeit was hoch. Und zwar den Spielerschaden. Ich will genauso viel Schaden kriegen wie alle anderen auch. Schaden an meinen Freundeseinheiten. Normaler Schaden wie bei allen anderen auch, würde ich sagen. Was natürlich später ziemlich schwierig sein wird dadurch. Also ich würde sagen, den Schaden an Freunden, den lassen wir mal lieber so. Obwohl, wir stellen den mal auf leicht anstatt auf einfachste.
Die Kampf-KI stellen wir mal auf Durchschnitt. Kampagne auf Durchschnitt. Hier sieht man es, 1230 Feinde können auf dem Kampffeld sein im Moment. Früher waren es 200, glaube ich. So, jetzt haben wir erstmal die ganze KI etwas höher gestellt. Das heißt, ab jetzt wird es was schwieriger für uns und für andere. Bin ich mal gespannt. Hau mich mal bitte. Au ja, das gibt tüchtig Schaden. Aber du hast trotzdem keine Chance. Und ich habe ein Level-Up. Und ich erhalte 19 Ansehen und in Uxkal bin ich jetzt beliebter. Hast du nur knapp 2000 habe ich bekommen. Puh. Jetzt gehen wir mal zum Gelage, mal sehen, wer da alles ist. Wow, hier ist doch volles Haus. We meet again. Mal sehen, ob hier noch Leute sind, die mich noch nicht kennen. Aber hier scheinen mich alle zu kennen. Also aus der Runde hier kennen mich schon mal alle. Wen haben wir hier noch? Graf Klagus. Der kennt mich noch nicht. Graf Klagus ist einer der wichtigsten Lords aus dem Königreich. Man sieht es auch an seinen Klamotten, dass der sehr edel ist. Den sollte ich mir nicht zum Feind machen. Rafat, der hat mich auch noch nicht gekannt. Mirschaut kennt mich. Lady Pack, König. Der König kennt mich, ist ja klar. Wen haben wir hier noch? Den Regas, der kennt mich. Dann haben wir noch den Haringoth, den muss ich noch kennenlernen. Greinweid auch. Wen haben wir hier oben noch? Stammar, muss ich auch kennenlernen. Rafage noch. Und dich sollte ich kennen. Jo. Oh, hier ist sogar mein Ansehen angestiegen. So viel zum Thema. So viel zum Thema hier Gelage, ne? Das ist eben die Friedenszeit. Obwohl, hier sieht man es ein bisschen, glaube ich. Von den Details her ist auch hier draußen auf der Karte einiges geschehen. Würde ich jetzt mal behaupten einfach. Ich hole mir mal noch ein paar Rekruten, wenn ich schon mal hier bin. Mich auf den Krieg vorbereiten, der sicherlich bald wieder kommen wird. So eine Friedenszeit hält nicht ewig. Wie hieß nochmal mein Dorf? Da sollten wir als nächstes hin. Ich weiß, wo es liegt, aber wie es heißt, weiß ich nicht mehr genau. Jerebel, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wo haben wir denn sowas? Oh, Charakter. Tostar. Das ist meins, okay. Vorher gucken wir mal im Trupp. Wir haben hier noch Rekruten, die aufgewertet werden können. Manit ist auch aufgestiegen. Was hast du hier? Hier, krieg mal Stärke hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Reiten hast du zwei nur. Waffenmeister, Einhandwaffen hoch. Und ich selbst habe ja auch noch ein Level up. Wendigkeit. Jetzt kann ich Reiten endlich 4 machen. Das ist gut. Dann kann ich jetzt nämlich gepanzerte Pferde reiten. Reiten, Mann. Nicht reiten. Armbrust bitte. Okay. Und das ist an sich eben auch gut, wenn man das nötige Kleingeld hat, sowas zu kaufen. Aber wir haben ja jetzt schon in Dirim einen Laden gekauft. Und es werden noch etliche folgen. Hier auf der Map haben wir auch Karten. Banditenpack! Schnappt sie euch! Hm, die Dunkelheit macht mir einen Strich durch die Rechnung. Rekrutieren wir Freiwillige. Und wieder 6 Rekruten. Jetzt haben wir aber genug. Auf nach Tostar. Vielleicht haben wir ja jetzt dort endlich Aufgaben zu erfüllen. Weil ich mein Dorf eigentlich vorantreiben will. Dafür brauche ich Geld. Und Aufgaben bringen Geld und Ansehen. Das ist gut. Das Schwierige ist halt immer, das eigene Dorf zu beschützen. Das ist sehr schwierig in Kriegszeiten. Weil die Dörfer das erste sind, was angegriffen wird von den Feinden. Aber ich tue mein Bestes, nicht wahr? Und die Dörfer wieder aufzubauen, wenn sie zerstört sind, das dauert eine ziemliche Weile. Ich glaube sogar 2-3 Wochen, also Spielwochen.
Aber das sollten wir schaffen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und kümmern uns um Tostar. Macht es gut!